Und da sind wir wieder. Ich weiß gar nicht, bis ich. Ja, doch, funktioniert alles gut. Okay. Das da. Wir sind jetzt Level 10. Ronny entwickelt sich zu. Ronix 2000 Pro. Den triffst du nicht, sonst bist du raus, du Wicht. Dibidi, dabadibidi. Ach ja. Ey, die haben alle verschiedene Farben. Das finde ich mal RGB-Technik. Okay, jetzt rennen die alle rum. Oh scheiße, der eine hat eine Plasma. Fuck. Gut, die hebe ich mir auf. Gibt es hier irgendwelche ganz guten Waffen? Nein, gar nicht. Gut, ich gehe erstmal. Aber mach die alle platt. Mit deiner scheiß Plasma-Waffe. Ich muss jetzt mal vorrennen lassen, weil wenn ich mir das Schlachtfeld begebe, dann werde ich dann jeden Pacer da. Da, ja genau, dann hier. Den kann ich aber auch speichern, oder? Nee, kann ich nicht. Doch, kann ich. Schmeißt du meine Gruppe? Ach komm. Warum du eigentlich? Wieso schießt du auf mich? Ah genau. Schön. Hallo. Ah, was kommt davon? Was macht denn eigentlich? Och Mann, Alter. Und du? Wow. Nehmt sie auseinander! Oh, da fehlt auch schon wieder die Textur. Es ist aber die, also offiziell Extermination Day wurde jetzt mit dieser Pudelgewässerung angepriesen. Also, es sollte eigentlich funktionieren. Hallo! Ja man, macht die alle platt. Ich gehe dann mal in die Zuschauerrolle. Wie viele habt ihr denn? Oh, der hat noch 35. Der hat noch 90. Er ist aber schon fast gescheitert. Fuck. Du bist schon ganz schön lediert, gell? Der hat definitiv... der hat definitiv schon bessere Tage gesehen. Gut. Wenn du mich angreifst, bring ich dich um. Ich schwöre es dir. Okay? Ja, brauch gar nicht so gucken. Guck weg. Guck weg. Junge. Geht doch. Dass man immer erst drohen muss. Ich verstehe das nicht. So. Jetzt wird's windy. Folge mir durch die Nacht in den Tag. Folge mir Zeichen des Zodiac. Hätte gerne mal. Gibt es hier bei Brutteltum eine Heavy Machine Gun? Ich weiß das gerade gar nicht. Mann, du sollst nicht drauf starren, du sollst trinken. Hä? Wieso verliert die Leben, wenn ich drauf drücke? Okay, immer wenn ich drauf drücke, verliert die immer 2%. Also 2 Punkte. Das macht überhaupt keinen Sinn. Aber gut. Ist mein Freund gestorben? Oh, ja, ist er. Fuck it. Na gut, jetzt bin ich wieder auf mich allein gestellt. Vorteil, ich brauche keine Angst mehr haben, dass ich ungefähr mit dem Plasma wegflasern wird. Was das denn? Junge! Jetzt brauche ich mit. Oh, Alter, was ist hier los?
Arschloch. Ach ja, ist ja dieses Portal, wo diese zwei super starken Gegner sind. Oh Gott, da freue ich mich ja jetzt schon drauf. Jetzt denkt man, es war jetzt gerade Verschwendung. Aber wir werden es niemandem sagen. Dann steht hier noch die Umweltbehörde irgendwann auf den Plan. Ja, wir haben am 23. Dezember 1985 haben sie ein paar Schrotflinten verschwendet. Die Plastikgehäuse, die liegen noch heute im Roten Meer. Ist das Rote Meer überhaupt? Oh, keine Ahnung. So, okay. Also wir haben, ich muss noch ganz kurz gucken, was wir überhaupt für Waffen haben. Also jetzt hier im Lager. Wir haben diverse harte Munition, Raketen haben wir ein paar, Schrotflinten. Aber leider nichts, was irgendwie Plasma oder sowas ist. Obwohl das definitiv die stärkste Waffe ist von allen. Gut, aber was das ganze andere Zeug angeht. Gut, wir haben sehr viele Schrotflinten. Das ist gar nicht mal so schlecht. Gut, dann werde ich mich jetzt immer die ordentlich einheizen. Die hier. Und dann geht's ab. Macht ihr auch was dann? Das Problem ist, mit jedes Mal, wenn wir sie komplett leer lutschen, brauchen wir eine ganze Kiste mit diesen Shells. Deswegen, die schießt zwar gut stark, hat aber natürlich dafür auch einen gut starken Verbrauch. Der einzige Vorteil ist also wirklich, dass die schnell ist, nicht dass die jetzt irgendwie diese Kackspinne, ey. Die gehen jetzt so hart auf den Sender. Wow, du Scheiße, wollt ihr mich ficken? Ach, du Scheiße. Ja, wir ficken dich. Wow. Holy moly. Tja. Also 16 Schuss kann ich noch geben. Ich glaube, das sind unsere Vorräte, aber Schrott ist eigentlich auch schon leer. Ach du Kacke. Jawohl, genau das habe ich gehofft. Das Schöne ist nämlich, dass wir sie doch immer alle gegenseitig umbringen. Jawohl. Digga, das geht ja besser als gedacht, ey. Geil, ja, los. Stirb halt einfach. Okay, jetzt müsste ich den anderen finden. Ach du Kacke, ach du Scheiße. Fuck it. Das hat bitte nicht so weit geklappt, wie ich wollte. Ah, ich muss ihn hier hinten lassen. So, und jetzt? Komm, schieß, schieß, schieß! Schieß doch, du Arsch! Ah, und ich bin natürlich wirklich aufgewischen. Alter, ist das Bullshit. Mann, nein, du sollst... Nein, dann geht's nicht daneben. Hä? Hast du das gewischt? Mann, das wäre alles so gut geworden. Ah, gut. So. Schade. Ich hatte gehofft, das hätte funktioniert, aber leider. Leider nicht. Gut, dann versuche ich die anderen mal mit den Raketen zu besiegen. Besiegen, sage ich schon. Also, ja, doch, letztendlich ist ja besiegen, aber. Huh.
So, oh, hier habe ich auch noch eine Menge. Okay, also von der Scharfmunition habe ich doch tatsächlich eine ganze, ganze Menge. Hier habe ich auch noch ein bisschen was. Raketen, das hier, nein, das hier. Da könnte ich tatsächlich... Ja, sorry, dass ich jetzt gerne so auf, extrem auf Messi mache, aber ihr kennt die beiden Endgegner aus meinem Doom for Doom Let's Play. Und da brauche ich echt alles, was ich an Munition irgendwie auftreiben kann. Obwohl denn? So, ab in den nächsten Raum. Was mache ich jetzt? Da kommt eine ganze Menge Gegner mit einmal. Ich glaube fast, dann nehme ich die hier jetzt. Ah, nicht so verschwenderisch sein? Ah, oh Digga, perfekt. Was Besseres kann mir jetzt mit so technisch gar nicht passieren. Wieso kann er mich angreifen? Ich dachte, das stimmt doch. Geht doch. Alter. Park. Hä? Holy moly, das war heftig. Gut. Okay. Das war der erste Streich. Und der zweite folgt in 3 Jahren. Hier ist nichts mehr, ne? Ne. Schade, kommt auch nicht raus. Das ist wahrscheinlich nur ein Texturfehler, da haben die nicht ganz aufgepasst. Beim Absperren der Map. Was jetzt an sich doch nicht schlimm ist. Nee, ich brauche es noch nicht. Da will ich gerne rein. Sowas hatte ich immer, wenn da irgendwo Monster sind, die man dann aber nicht looten kann, weil die an einem Ort ist, wo man selber nie hinkommt. Das ist immer ein bisschen Bullshit. Was? Habe ich da gar keine Plasmawaffen benutzt? Nee, war eigentlich so. So, da kann ich auch gebrauchen. Wieso kann ich die nicht mitnehmen? Ist doch schon eine Schrotflinte. Bin ich bescheuert? Hä? Fuck off. Das Spiel mag mich nicht. So, okay. Heißt also, mit der Scharfmunition muss ich jetzt ein bisschen aufpassen, weil die ist genau genommen zu Ende. So. Heißt also, ich brauche das da. Und zwar 2 Packungen. Perfekt. So, dann habe ich hier noch eine Schrotflinte. Oh, da noch ein Gewehr. Das ist natürlich wahrscheinlich nur, damit man die Waffe an sich hat. Oh, ich muss also jetzt demnächst erstmal mit dem Raketenwerfer vorlieb nehmen. Was allerdings an dem nächsten Teil, der jetzt kommt, auch gar nicht so schwer ist. Weil da hat man sehr viele offene Flächen, sage ich jetzt mal. Also, man kommt dann gut mit dem Raketenwerfer verlangt. Hallo, Motherfucker. Ach du Kacke. Na scheiße. Alter, was ist denn hier los? Ah, also hier haben wir auch noch ein bisschen scharfe Munition. Da sieht das Ganze also doch nicht so schlimm aus, wie ich dachte. Dann werde ich mal auch auf die Waffe wechseln. Weil bei Schrot. Na gut, ich meine, ein bisschen habe ich noch. Waffen sind auch alle voll, also ich hätte zwar nur noch ein bisschen was, aber... Alter, wir haben ja massenweise Raketen noch. Gut, also ich glaube mal, die Endgegner versuche ich komplett mit Raketen tot zu bekommen. Tot zu bekommen, Alter. Also umzubringen. Und die Viecher hier. Fuck.
ist denn der andere? Da. Eigentlich wurde ganz eine Verschwendung. Aber ich hoffe einfach mal, es rentiert sich. So. Okay, jetzt haben wir. Ach was, hol ich alles zum Schluss. Raketen. Das ist das einzige, was ich noch en masse habe und was ich wahrscheinlich auch noch en masse bekommen werde. Hier hinten sind glaube ich ganz viele Raketen. Hier eher wenig. Oh, Alter, mein Leben! Ach du Kacke, das kann ja Alter werden. Ich habe nur so 25% Leben, das ist nicht gerade die Welt. Health Tag, hallo? Oh Gott. Das Ganze wird ja doch schwerer als ich dachte. Naja, man merkt halt, dass ich durch Doom for Doom zu verwöhnt war. Ich meine, Doom for Doom habe ich auf schwer gespielt und kam trotzdem, was Leben anging, immer relativ günstig durch. Aber hier ist das irgendwie gar nicht mehr so. Gut, wenn ich schon mal hier bin, kann ich mir vielleicht ein Rettling holen. Danke. Die Rüstung, die will ich wirklich erst. Ach Scheiße, Alter, ich weiß echt nicht, wie mir die einfach hier einfallen soll. Na gut. Ich weiß jetzt schon, das wird eine lange Map. Zumal ich ja den schwersten Part immer gar nicht vorher begonnen habe und den werde ich garantiert ein paar Mal durchspielen müssen. Einfach weil ich mindestens 20 Mal failen werde. Schweres Wort, jetzt besser finden. So. Was haben wir denn jetzt eigentlich für was für die So. Nein, geh weg. Ah, da hinten haben wir Plasma. Wie gesagt, so los muss ich halt wirklich alle die Viecher per Plasma umbringen. Auch wenn dann danach mal Plasma leddern dürfte. Einfach weil die Arsch fucking schwer sind. Also jetzt nicht vom Gewicht, sondern von dem Schwierigkeitslevel her. Da will ich garantiert einiges zu beißen haben. So, das war's jetzt. Hier ist jetzt nur noch ein bisschen Munition. Okay. Wie gesagt, mit der Waffe, die ich jetzt gerade habe, brauche ich jetzt gar nicht erst versuchen, weil die richtet relativ wenig Splash Damage an. Das ist aber das, was diese großen Viecher brauchen. Da brauche ich also sowas wie Schrotflinte oder ähnliches oder halt Plasma. Von daher. Vor allem schön ist, die kann ich hier, nein nicht die, die kann ich auch dual haben. Okay, willkommen in der Höhle des Löwen. Hier ist auch noch Munition. Wir können das zumindest mal probieren. So, hier haben wir auch noch mal Raketen. Oh, auch nur Schaffmunition war klar. Gut, hier haben wir noch einmal Schrotflinten. Das ist natürlich ein Tropfen auf dem heißen Stein. Ich probiere es jetzt mal mit Plasma. Müssen wir jetzt erstmal mit den Raketen. Oh Gott, das wird eine Hölle. Das wird scheiße. Das ist Bullshit. Da kommt man auch nirgendwo rauf. Hä, was hab ich jetzt eingesammelt? Shotgun Shells? Fuck you. Ich hätte doch noch welche. Ah, oder auch nicht. Ach, das ist Bullshit, Alter. Ist das scheiße. Gut. Na, was jetzt? Lass das. Keine Chance. Gut, den einen hatte ich bereits zerstört gehabt. Es geht also wahrscheinlich doch relativ gut. Nur ich weiß nicht, warum ab und zu immer nur einer kommt und ab und zu beide mit einmal kommen. Weil letztens kam ja einer nach dem anderen. Jetzt kommen aber gerade beide mit einmal.
Nein! Alter! Ist schon wieder so ein scheiß kleiner Arena-Kampf. Oh Gott, oh Gott, oh Gott, das wird ja heftig werden. Gut, ich versuche mal hier hinzugehen. Fuck, Alter. Komm, komm. Komm. Fuck. Meine Fresse. Ich hatte es doch fast. Scheiße. Ah, Scheiße, ist negativ. Ah, Mist, Alter. Ich darf mich echt kein einziges Mal treffen lassen. Na komm. Was ist das denn jetzt gerade? Alter, voll in die Fresse. Fuck! Hatte ich gar kein volles Leben oder was? Boah, Alter, das ist doch gar nicht. Nein, 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 die Länge sind da fest. Alter, ich. Ja, wieso? Kann man hier festhängen? Ja, klar, man kann hier festhängen. Och, leckt mich doch alle am Arsch. Das gibt's doch gar nicht. Ach, komm jetzt. Das ist Bullshit. Naja, ich nehme einfach ein bisschen Schaden hier. Boah, ich habe noch 34 Leben. Das wird nicht mehr. Ich hänge schon wieder fest. Alter, warum kann man denn überall festhängen? Das macht doch überhaupt keinen Spaß hier. Wenn man aufpassen muss, wo man hinrennt, aufpassen muss, dass man zwei Gegner gleichzeitig im Visier behält, weil man darf ja auch nicht spitten. Weil sobald die sich trennen, hat man zwei Frontenkrieg. Und das kannst du nicht überleben. Und dann haben die auch noch so kack Splash Damage. Halt also ausweichen alleine reicht auch nicht aus. Alter, wow. Einer ist tot, aber ich habe nur noch 6% Leben. Gut, ich werde jetzt einfach mal... Ja, scheiße, das wird nichts mehr. Ich kann nicht speichern, weil ich kann nicht auf meine Tasten zugreifen. Wollte ich den Einblick, einen Moment aus dem Blick lassen, bin ich tot. So. Alter, scheiße. Okay. Wir haben nur 36% Leben. Ich habe keine Ahnung, ob das für das nächste Level reicht. Weil jetzt kommen die ganzen City-Maps. Und ich habe echt die Befürchtung. Also ich meine, das größte Problem sind ja immer diese Arena-Kämpfe. Können wir echt nur hoffen, dass... Ich weiß gar nicht, wann kommt der nächste Arena-Kampf? Jetzt haben wir erstmal... Ach, keine Ahnung. Was kommt jetzt hier denn mit? Na komm, eine Rakete. Fuck off. Was fehlt uns hier noch? Achso. Alter, durch dieses, das war schon. Durch das Filtering kann ich unten die Anzeige gar nicht mehr lesen. Hier also unten rechts, bitte, von was ich wie viel Munition habe. Normalerweise kann man die Schrift wunderbar lesen, aber weil es jetzt durch dieses Filtering so verschwommen wirkt, ist so scheiße schwer. Ah, siehst du? Genau das hat letztens gefehlt. Und normalerweise muss man jetzt da rein und schon bam, ist man im nächsten Level und genau das hat letztens nicht funktioniert. Quick Save? Ja.
Ja, komm. Oh mein Gott. Quick Save. Alter Schäde. Ach Gott, ja, jetzt das ist die Map, wo dieser Teil war, der so ähnlich aussieht wie Map 1 von Doom 2, wo draußen diese drei großen Hangar sind, wo die zwei Spider-Masterminds sind und der eine Cyber-Demon ist. Und diese zwei Fässer, die so schön bumm machen. Das wird eine spaßige Map. Halleluja. Na dann, ciao mit Farbe.